Hallo ihr Lieben, jetzt sind wir schon im Monat September, das Monat der Ernte, der Fülle und alle Wünsche, die wir ausgesendet haben, können wir ernten. Ich wollte ja ursprünglich für den Monat September wieder eine Lichtbotschaft machen, ein Video dazu. Doch es kam anders, wie so oft die geistige Welt zeigte mir etwas und ich möchte das gerne, ich hatte da Impulse und ich möchte das gerne heute live mit euch channeln. Ich bin schon super neugierig, total gespannt, mein Herz flattert. ich verrate dir gleich, um was es geht. Ja, mein Herz flattert, ich bin wirklich sehr neugierig und ich glaube, da ist jetzt einfach eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die zu uns kommen möchte. Seid gespannt und ja, lasst euch drauf ein. Wie immer gilt, überprüfe mit deinen Sinnen, dein höheres Selbst, ja, überprüfe meine Worte und nimm das, was für dich gut und richtig ist. Gut, ich erzähle dir jetzt, was denn so los ist. Seit einiger Zeit, zwar gestern Nacht, war es ganz intensiv und vor 2, 3 Wochen war es auch schon da und davor schon vor einigen Monaten. Ich habe das ganz doll immer weggeschoben, warum auch immer, aber gestern Nacht war es ganz klar, jetzt möchte es gesehen werden, beziehungsweise ich möchte das unbedingt channeln, da geht es um mehr und da geht es für unsere Erde, das ist eine ganz wichtige Botschaft für uns alle. Gut, ich möchte da gar kein großes Geheimnis mehr drum herum machen, ich sage jetzt einfach so, was ich wahrnehme, was meine Wahrnehmung ist und was zu mir gekommen ist. Gut. Gestern Abend beziehungsweise schon am Nachmittag bin ich in die Meditation gegangen und es zeigte sich eine Lichtschwester. Sie zeigte sich mit ihrem bläulichen, lichtvollen Wesen und doch so schräge Augen nach oben, aber sehr sanft und ruhig und liebevoll. Und sie sagte zu mir, sie ist Sirana und sie möchte mir eine Botschaft überbringen. Und dann bin ich eingeschlafen. Und ich habe dann darauf vergessen, wie ich aufgewacht bin. Und kurz bevor ich zu Abend wieder zu Bett ging, kam sie wieder vor meinem geistigen Auge und sie sagt, ich bin Sirana. Ja? Und wenn ich jetzt davon spreche, dann arbeitet mein drittes Auge. Also ich spüre, die Verbindung baut sich schon auf und ich möchte jetzt dann auch gleich in Trance steigen und nicht mit meinem Verstand das weitergehen, sondern ich übergebe es meinem höheren Selbst, denn mein höheres Selbst hat die allumfassende Perspektive und ist nicht so begrenzt. Ja, was ich fühle ist, Sirana hat eine ganz wichtige Botschaft für uns und ich bin sehr froh und dankbar, dass sie bei uns ist. Ich glaube nicht, dass es jetzt nur um eine Lichtbotschaft von September geht, sondern es geht um eine Lichtbotschaft, für das nächste Jahr schon mit. Also doch über einen längeren Zeitraum diese Botschaft und ja, wir lassen uns überraschen. Ich möchte dir aber noch kurz vorher sagen, was ich so energetisch wahrnehme. Ich bin ein hochsensibler Mensch, ich bin Empath und all diejenigen, die auch hochsensibel sind und sehr gut verbunden sind mit ihren Sinnen und mit ihren Fähigkeiten, die spüren jetzt eine enorme Veränderung im morphomagnetischen Feld. Es ist auch sichtbar, man kann das auch gut nachlesen. Ich
Ich tue es nicht, beziehungsweise lese, stolpe ich danach dann darüber und erkenne, ja, das stimmt, das habe ich so wahrgenommen. In erster Linie vertraue ich meiner Wahrnehmung und aus meiner Wahrnehmung schöpfe ich. Dann erkenne ich, okay, jetzt ist wieder etwas im Gange im energetischen Feld. Und meine Wahrnehmung ist, dass mein Herz auf die Veränderung reagiert und wie reagiert es mit Herzrasen. Ich merke, wie mein Herz aus dem ursprünglichen Takt kommt, also mit Tachykardie, dass es nicht mehr so diesen normalen Rhythmus, sondern da gibt es Unregelmäßigkeiten. Und ich spüre vor allem auch an Portaltagen, wie es dann auch schneller, also so eine Art Herzrasen, wie das dann auch vorkommt. Und bei meinem Herzen fühle ich das sehr intensiv und ich weiß dann auch, okay, Mutter Erde, ihr Pulsschlag, ihr Herz verändert sich, es geht höher hinauf. Ja? Also das ist so ein Upgrade und die Energien fahren jetzt hinauf und das kann ich dann auch gut, weil wir sind ja verbunden mit Mutter Erde und was sie fühlt, fühlen auch wir. Wir sind da ja nicht getrennt davon und ich weiß, wenn ich das sehr so hochsensibel darauf reagiere, dann ist das im Feld, dann ist das auch in Verbindung mit Mutter Erde. Gut, das ist die eine Wahrnehmung und die andere ist auch, dass ich ja jetzt, wo die Portaltage waren und sind, morgen ist wieder ein Portaltag, dass ich lichtempfindlich bin, irrsinnig lichtempfindlich, dass ich das sehr gut auf mich achten darf, also auch mein physischer Körper da mit reinwachsen darf. Natürlich ist das auch Teil vom Lichtkörperprozess, aber jetzt nochmal ganz so für die Energiequalität der Zeit ist einfach, dass unser physischer Körper jetzt auch enorm gefordert wird. Und falls du auch diese Symptome hast, so wie ich, dann darf ich dich beruhigen. Höchstwahrscheinlich hat es einfach mit der Energiequalität zu tun. Aber wie immer darfst du dich da gerne selbst überprüfen, ob es jetzt wirklich nur damit zu tun hat oder ob es da mehr braucht für dich. In meinem Fall hat es jetzt definitiv mit der Energiequalität zu tun und ich merke auch, wenn es dann wieder abfällt, wenn es dann wieder ruhiger wird, im energetischen Feld. Wie du siehst, ich schaue jetzt auch nicht so aus wie das blühende Leben. Ich merke auch, ich durchlaufe gerade einige Lichtkörperprozesse und dementsprechend reagiert eben auch mein Körper mit Übelkeit, Erbrechen, dass eben das Licht auch momentan, das Sonnenlicht momentan sehr intensiv auf mich wirkt und ich mich quasi schützen, unter Anführungszeichen, einfach sensibler sein darf mit mir. Wichtig ist einfach, dass du, dass ich, dass wir gut in dieser Zeit auf uns schauen und nach unseren Bedürfnissen unseren Alltag richten. Gut, dann starte ich jetzt mit dem Channeling. Möchte ich noch was sagen? Darf ich das Wort abgeben? Ja. Okay, das Große kommt jetzt. Ich bin gespannt, wie immer. Ich habe es extra jetzt nicht gechannelt vorher, weil ich möchte das jetzt einfach live mit euch teilen. Naja, live. Jetzt auf diesem Video einfach mit euch teilen, weil es mir, mein Drachenei ist auch dabei, weil es mir einfach ganz wichtig ist. Sie hat sich so intensiv gezeigt und ich weiß, dass das einfach eine Botschaft ist. Für uns alle. Gut, Ayesana Maina Amana Amana Es möchte etwas aus dem Schoße von Mutter Erde geboren werden. Es kommt jetzt sofort dieses Bild. Als würde sich der Muttermund öffnen, also das Bild von einer Geburt. Und das im großen Sinne. Es schaut aus wie eine große Blüte, die gerade Leben schenkt. Okay.
Ich rufe dich, liebe Sirana. Du bist zu mir gekommen mit einer Botschaft. Du bist vehement zu mir gekommen. Und ich frage dich, ist diese Botschaft für mich oder für uns alle? Asana Mai. Okay, Asana Mai. Sie kommt von dem Planeten Sirius, okay? Anasanata. Anasanata. Und das sind jetzt, das Bild verändert sich, das ist jetzt sehr spannend. Das sind jetzt zwei, ein männliches Wesen, also es wirkt auf mich männlich. Und ein weibliches Wesen, ein älteres Wesen, es wirkt so wie der Hohenrat. Okay, ich stoße auf, das bedeutet immer, dass meine innere, dass die Wahrheit aus mir spricht. Das innere Wissen. Okay, liebe Sirana, welche Botschaft hast du für uns? Sie sind hier. Wir sind gekommen, um euch in eurem Aufwachprozess zu unterstützen. Wir berühren euch und all jene, die danach trachten, ihren Seelenzyklus voranzutreiben und die seelische Entwicklung zu beschleunigen, die dürfen jetzt unsere Hilfe in Anspruch nehmen. Ihr könnt uns rufen, denn uns ist eure seelische Entwicklung wichtig. Es ist in unserem Lehrplan, euch Seelenschwestern, Seelenbrüder hier auf Erden zu begleiten und euch zu unterrichten, über eure Seele zu unterrichten. Und so kann es sein, dass du jetzt deinen Seelenplan neu schreibst, beziehungsweise, das ist jetzt sehr spannend, dieses Vorgeschriebene ist jetzt an einer Wende, sodass du die Möglichkeit hast, wenn du jetzt gesagt hast, in diesem Leben möchtest du zum Beispiel diese Entwicklungsstufe erreichen und dann hast du noch zwei Leben hier auf Erden und dann erreichst du die höhere und die höhere Entwicklungsstufe. Und sie sagt jetzt, dies löst sich auf, wenn du denn darum bittest oder mit deiner Intention da ist, deine Seele diese Intention, diesen Lichtimpuls gibt, dann verändert sich das und deine Seele kann jetzt zum Beispiel schon diese Entwicklungsstufe erreichen, die sie vielleicht erst beim nächsten Leben geplant war zu erreichen. Okay, und die Sirianer sind hier, unser Lichtvolk ist hier, um euch dieses zu lehren, eure Seelen zu lehren. Und was genau möchtet ihr uns lehren? Sirana, weshalb bist du... Okay, ich unterrichte dich. Sie sagt, sie ist spannend. Oh, danke. Sie sagt, sie ist jetzt meine Lehrerin. Sie unterrichtet meine Seele. Okay, sie sagt, und das ist jetzt auch wichtig für uns alle, wir brauchen nicht mehr die
irdische Erfahrung zu sammeln, also hier auf Erden eine Erfahrung zu durchleben, damit die Seele sich weiterentwickelt, sondern du kannst, so wie ich sehe jetzt, Cirana ist meine Lehrerin. Das ist übrigens jetzt eine ganz neue Information für mich, die ich gerade jetzt hier erfahre. Und sie sagt, also ich sehe sie sitzend vor mir und ich bin wie eine Schülerin bei ihr. Und sie sagt, du brauchst es nicht hier auf Erden nicht mehr zu erfahren, sondern es sind jetzt so Bewusstseinsübertragungen, ja, also telepathische Übertragungen von ihrem erhöhten Bewusstsein, die sie sind. Asanama ki sata ana asanama e. Und diese geht direkt in unseren göttlichen Funken hinein. Und da sehe ich so, wie unsere Synapsen sich verbinden und diese Lichtsäule sich zwischen uns aufbaut und wie eine energetische Übertragung stattfindet, dass sie mir dieses Wissen angedeiht oder sie mir dieses Wissen überreicht, sodass ich es nicht mehr hier auf Erden erfahren muss, sondern es mit meinem Bewusstsein, mit meiner Seele erfahre und dadurch gleich die nächste Entwicklungsstufe erreiche. Sie sagt, Asana Maki Satesana Esana Esana Atana Mae. Ich sage gerade zu ihr, das geht mir jetzt zu schnell. Ich höre da ganz viele Stimmen, das geht mir jetzt zu schnell, es ist zu laut. Bitte noch mal langsam und leiser. Okay, weil wir feinstofflicher werden. Und umso feinstofflicher wir sind, umso weniger braucht es, diese Erfahrung hier auf Erden zu machen. Wir gehen noch viel mehr ins Feinstofflichere und das ist möglich, weil eben auch Mutter Erde in diese feinstoffliche Ebene hineingeht. Und sie sagt jetzt, dass ich es genau richtig gesagt habe zuvor in der Einleitung. Ich weiß auch nicht, warum ich da auf einmal jetzt von Mutter Erde gesprochen habe. Sie sagt, dass eben auch Mutter Erde, sie ist wie das Kind von unserem Planeten und dass sie auch quasi gerade so eine Geburtshilfe bekommt und auch diese energetische Unterstützung bekommt von ihren Heimatsplaneten. Ja? Und so ist es, so durchlaufen wir es. Und diese Anbindung, weil wir doch die meisten von uns Starseeds sind, eigentlich sind wir alle Starseeds, weil wir ja alle aus dem Sternenlicht entstanden sind. Und diese Anbindung wird jetzt wieder noch viel intensiver und deshalb ist es uns auch möglich, dass wir unsere Sternengeschwister wieder sehen können. Denn wir können sehen, weil wir uns erinnern. Ja? Diese Erinnerung kommt zurück. Es ist existent. Es ist wahr. Sie sind hier, ja. Doch dein Verstand sagt dir, dass es nicht real ist. Dein Verstand sagt dir, es wäre absurd. Du wärst verrückt. Und das bringt dich durch. Jetzt hat sich das bewegt. Und wenn ich jetzt davon spreche, interessant, ich habe jetzt übrigens auch Gänsehaut. Und wenn der Verstand das sagt, dann gehst du in eine Schwingung hinein, in diese dreidimensionale, sodass es dir gar nicht möglich ist, mit so einer hohen Energie wahrzunehmen.
und schon gar nicht zu sehen. Doch sobald du Freifahrt gibst, indem du nicht mehr auf deinem Verstand hörst, sondern eine Etage weiter hinauf gehst zu deinem höheren Selbst, ja, und deinem höheren Selbst die Führung übergibst, dann bist du so viel größer. Dann wächst du hinauf zu deiner Schöpfungsverbindung, und da ist Raum. Da ist ganz viel Raum. Raum. Das bewegt sich. Also lustig, ich habe ein Kartendeck, das Star Seed Kartendeck. Ist spannend. Und da ist jetzt ein Zettel drauf gelegen und das hat sich jetzt bewegt, da das Star Seed. Okay, ich spreche jetzt von den Sternengeschwister und sie geben ein Zeichen. Asina, Matesa, Kaana, ey. Asana, Magina, ey. Sie sind hier. Sie sind alle versammelt. Jetzt habt ihr mich unterbrochen. Was wollte ich jetzt noch sagen? Es war nicht wichtig. Na gut. Die Quintessenz ist, unsere Geschwister von den anderen Planeten sind real. Es wird sichtbar, weil wir in eine höhere Schwingung uns begeben. Und sobald wir erkennen, dass wir nicht der Verstand sind, nicht unser Körper sind, sondern dass wir Schöpfung, pures Bewusstsein sind, dann gehen wir hinauf, ja, dann werden wir groß, und in dieser Größe, in dieser Freiheit, in dieser Schwingung, in diesem Grenzenlosen erkennen wir, erinnern wir uns daran. Und wenn wir es ganz tief in unserem Herzen uns daran erinnern, dann wird es sichtbar, was immer schon war. Asana Matisanake. Anamae. Okay, Sirana, gibt es noch was zu sagen? Sehr viele haben jetzt diese Schule gewählt. Aber vor allem, die Sirana sind hier, die Sirianer sind hier, Entschuldigung, die Sirianer sind hier, um uns vor allem geistig zu schulen. Da kommt jetzt das Bild mit heiligen Geometrien, und dann geht es noch weiter, auch mit der Lichtmedizin. Dieses kommt immer und immer wieder. Ich glaube, ich werde da mal einen Kurs oder einen Workshop darüber machen, nur über die Lichtmedizin, weil die immer wieder kommt in Channelings, die Lichtmedizin. Ich probiere das übrigens jetzt schon aus, ab und an, und ich muss sagen, das ist unglaublich. Mein Verstand versteht es nicht, aber braucht er auch nicht. Ich weiß, dass ich sehe das Resultat, wie unglaublich die Lichtmedizin schon wirkt. Also vielleicht mache ich da noch was. Ganz egal. Die heilige Geometrie, die Lichtmedizin. Und dann geht es noch weiter in die Technologie und wie wir mit dem, was wir haben an Ressourcen, einen Energiekreis kreieren können. Ich glaube, das ist im Sinne vom Selbsterhalter, also die eigene Energie zu schaffen. Also ich glaube, da geht es noch in diese Richtung, wie wir aus den Ressourcen der Erde schöpfen können. Und ich glaube, da geht es noch, und dass sie uns da dahingehend unterrichten. Gut, ich danke. Jetzt habe ich doch 25 Minuten gesprochen. Okay, Asana Matis. Okay, vielleicht mache ich da noch ein Video mit der Sirana. Ja, lade auch deinen Lichtschwester, Lichtbruder ein. Vielleicht möchtest du auch unterrichtet werden. Wie gesagt, du kannst das in deinem höchsten Bewusstsein erfahren. Du darfst quasi
wie in der Schule sitzen und das erfahren, sodass du nicht mehr hier auf Erden dieses Irdische durchlaufen musst und dadurch eben auch deinen Entwicklungsprozess deiner Seele vorantreibst. Es verändert sich und wir erkennen immer mehr, dass wir feinstofflich sind, dass wir in allem existieren, was ist. Anasana ma ada asana ma a anate. Ganz viel Segen von den Sirianern zu euch. Ganz viel Segen von mir zu dir. Habt eine friedvolle Zeit. Wir sind verbunden. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Nicoline.